Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. So schnell werden diese Bilder nicht aus dem Gedächtnis verschwinden. Ein Albtraum wie aus einem Hollywood-Film ist Wirklichkeit geworden. Massenmord am amerikanischen Volk, offenbar ausgeführt von fanatischen Fundamentalisten. Zielgenau rasten gestern die beiden Flugzeuge in das World Trade Center. Ein drittes hatte wenig später das Pentagon zum Ziel. Die Zwillingstürme in New York, Wahrzeichen der US-amerikanischen Wirtschaftsmacht, konnten der heimtückischen Attacke nicht standhalten. Das Gebäude hatte keine Chance, sagt ein japanischer Wolkenkratzer-Architekt. Und damit auch die Menschen nicht. Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler will in diesen Minuten eine Erklärung zu, wie es heißt, aktuellen Themen abgeben. Dazu schalten wir jetzt live nach Berlin zu Werner Sonne. Noch ist es nicht so weit. Noch warten wir in diesem Moment auf den Bundeskanzler. Aber Deutschland scheint heute Abend an einer historischen Wegemarke zu stehen. Möglicherweise wird die Bundesregierung heute Abend in diesen Minuten entscheiden, ob die Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal in ihrer Geschichte einem NATO-Partner, nämlich dem NATO-Partner Amerika, bei einem Vergeltungsschlag helfen wird, ob wir Amerika mit militärischen Mitteln unterstützen werden. Das scheint offensichtlich das Thema zu sein, zu dem heute zum zweiten Mal die Spitzen der Parteien und der Fraktionen hier zum Bundeskanzler einbestellt worden sind. Die Sitzung hat um 6:45 heute Abend begonnen. Der Außenminister kam direkt aus Brüssel von einer NATO-Sitzung, wo dies auch Thema wurde. Und dann kamen auch die Parteispitzen, die Fraktionsspitzen dazu, um hier unterrichtet zu werden, aber nicht nur um unterrichtet zu werden. Hier geht es natürlich um die politische Unterstützung, die breite politische Unterstützung des Parlaments für eine solche Aktion. Es braut sich ganz offensichtlich zusammen, dass die Vereinigten Staaten einen Vergeltungsschlag planen. Wann, weiß man nicht, aber man geht hier davon aus, dass es relativ bald sein wird. Das Ziel könnte möglicherweise Afghanistan sein, denn aus Teilnehmerkreisen wurden wir darauf hingewiesen, dass die deutschen Helfer, die es dort offenbar noch gibt, zum Verlassen des Landes aufgefordert worden sind. Das sagen wir mit allem Vorbehalt. Wir warten im Augenblick auf die Erklärung des Kanzlers und sobald er sich hier meldet, melden wir uns erneut aus dem Bundeskanzleramt und damit erst einmal zurück nach Hamburg. Am Tag nach den verheerenden Terroranschlägen auf das World Trade Center bietet der Süden Manhattans ein Bild des Grauens. Rettungsmannschaften kämpfen in den Trümmern gegen Rauch und Staub, um doch noch Überlebende zu finden. 9 Menschen konnten nach Fernsehberichten seit der vergangenen Nacht lebend geborgen werden. Doch unter den Trümmern der beiden Türme befürchtet Bürgermeister Giuliani mehrere tausend Opfer. Die Aufräumarbeiten werden nach seiner Einschätzung noch mehrere Wochen dauern. Die erschöpften Helfer besinnen sich. Ratlos stehen sie vor den Trümmern ihrer Stadt, unter denen noch immer Tausende von Menschen begraben liegen. Sie wissen, dass sie auch mit übermenschlichen Anstrengungen nicht schaffen werden, was doch ihre Aufgabe ist, Menschen zu retten. Wir haben keine Signale von irgendeinem mehr, aber wir versuchen es weiter. Wir versuchen immer weiter, sie zu finden. Auch die Polizei ist im Dauereinsatz. Alle wollen nur eines, Leben retten. Und jeder hilft auf seine Weise. In langen Schlangen stehen Freiwillige an, um sich für eine Blutspende einzutragen. Andere wollen einfach bei der Bergung helfen. Das ist eben die amerikanische Art. New Yorker haben ein großes Herz und halten zusammen. Da zu sitzen und auf die leere Stelle zu starren, wo das World Trade Center war, ist unerträglich. Ich muss etwas tun, deshalb habe ich meine Hilfe angeboten. Das ist der wahre Geist von New York. Die New Yorker wollen sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn ihre Stadt nie wieder dieselbe sein wird. Zu den Opfern der Katastrophe zählen mindestens auch 4 Deutsche. 3 von ihnen waren als führende Mitarbeiter einer Technologiefirma in Baden-Württemberg auf Geschäftsreise in den USA. Sie saßen in einer der entführten Maschinen, die sich gestern in das World Trade Center bohrten. Auch das 4. Opfer befand sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes an Bord einer der insgesamt 4 gekidnappten Flugzeuge. Zum letzten Stand der Rettungsaktionen in New York, Christiane Meyer.
Wir haben noch nicht gehört, was mit den Deutschen geschehen ist. Gerade in diesen Minuten jedoch zieht hier zu uns ins Studio eine Rauchwolke. Wir können riechen, dass die Rettungsmannschaften vorgedrungen sind zu einem der Feuer im Herzen sozusagen des zusammengebrochenen Turms des World Trade Centers. Und während das passiert, versucht gleichzeitig die ganze Stadt einen kleinen Weg zurück zur Normalität zu finden. Die ersten Tunnel machen jetzt langsam wieder auf. Die ersten Menschen versuchen, wieder ein normales Leben zu beginnen, was eigentlich gar nicht geht, weil zur gleichen Zeit die Bergungsarbeiten auf vollen Touren laufen. Wir haben gehört, dass etwa 2600 Menschen verletzt sein sollen. Die Zahlen sind ein wenig widersprüchlich. Manche sagen, es sind weniger, manche sagen, es sind mehr. Es ist auf jeden Fall eine Zahl, unter der sich sowieso kaum noch jemand etwas vorstellen kann. In diesen Stunden versuchen die New Yorker, ihre Stadt zurückzuerobern, irgendwie mit der Situation klarzukommen. Und noch immer kann kein Flugzeug hier fliegen. Aber auch das wird wieder gelingen. Alle sind doch bemüht, hier zusammenzuhalten und auf lange Sicht mit der Situation klarzukommen, die man hier vorfindet. Und damit zurück nach Hamburg. Auch die Bundeshauptstadt Washington steht noch unter Schock. Das Verteidigungsministerium musste heute erneut geräumt werden, denn das Feuer ist bisher offenbar nicht unter Kontrolle. Über die Zahl der Opfer gibt es auch hier keine Angaben. Präsident Bush bezeichnete die Angriffe als einen Akt des Krieges. Die USA würden alle Ressourcen einsetzen, um den Feind weltweit zu besiegen. In unheimlicher Ruhe, abgeschieden hinter noch stärkeren Sicherheitsvorkehrungen als sonst, traf sich der Präsident vorhin mit den Führern beider Parteien und seinen wichtigsten Leuten für Außenpolitik und Verteidigung. Nationale Einheit wird demonstriert, mehr gibt es nicht zu tun, noch wissen sie zu wenig. Wir haben einen Feind, der sich im Schatten versteckt, der keine Ehrfurcht kennt gegenüber Menschenleben, der Unschuldige angreift und sich dann wieder verkriecht. But it won't be able to run for cover forever. Aber das kann der Feind nicht ewig machen. Er kann sich nicht für immer verstecken. Er meint, seine Zufluchtsstätten seien sicher, aber das sind sie nicht, nicht auf Dauer. But they won't be safe forever. Der Kongress begann den Arbeitstag nach den Katastrophen mit einem feierlichen Fahneneid. Für diesen Tag war einmal Streit geplant, auch um das Budget für die Verteidigung, die Finanzierung von Star Wars zum Beispiel. Aber jetzt zählen Symbole der Einheit mehr. Der Außenminister spricht schon von Vergeltung. Das ist ein Angriff auf die zivilisierte Welt, nicht nur auf uns. Die Welt muss mobilisiert werden, diplomatisch, militärisch, Polizei und Aufklärung. Wir müssen sicherstellen, dass Nationen, die solchen Terrorgruppen Zuflucht geben, wissen, wir werden sie zur Verantwortung ziehen. Die militärische Antwort der USA, wenn es sie gibt, müsste aus diesem Gebäude kommen, wo vermutlich einige hundert Tote noch nicht geborgen sind. Ein scheinbar vermessener Gedanke, der von der anderen Seite des riesigen Komplexes nicht mehr ganz so vermessen wirkt. So zeigt das Pentagon heute beide Gesichter Amerikas. Zerstörung auf der einen Seite, bitter entschlossene Normalität auf der anderen. Die Suche nach den Tätern läuft in den USA auf Hochtouren. Amerikanische Fernsehsender berichten, Spezialkommandos hätten ein Hotel in Boston gestürmt und mehrere Personen in Gewahrsam genommen. Geheimdienste vermuten den arabischen Extremisten Bin Laden als Drahtzieher hinter den Anschlägen. Die höchsten Türme in New York, das World Trade Center, als es noch stand. Rund 50.000 Menschen konnten hier arbeiten, hunderttausende Touristen täglich einkaufen, flanieren und essen gehen. Unten im Gebäude ein Einkaufszentrum und eine große U-Bahn-Station. Vor 7 Jahren hatte die Gruppe um Osama Bin Laden schon einmal versucht, die Hochhäuser in die Luft zu sprengen. Waren die USA da nicht gewarnt? Spezielle Sicherheitsvorkehrungen gab es auch danach keine. Die zu laschen Kontrollen an den Flughäfen in den USA wurden auch schon oft kritisiert. Daraufhin verschärften die Behörden in den meisten Bundesstaaten vor 2 Jahren die Kontrollen. Trotzdem gelang es den Entführern, am Flughafen in Boston mit ihren Waffen, mit Messern, an Bord zu gehen. Hier starteten die Flugzeuge, die in das World Trade Center rasten. Die
anderen entführten Passagiermaschinen waren in Washington D.C. und in New Jersey abgeflogen. Sicherheitslücken an den amerikanischen Flughäfen bestätigt ein Terrorismusexperte. Unsere Mobilität hat ihren Preis, sagt er. Es ist heute so leicht, schnell von einem Ort an den anderen zu kommen, aber diese Anbindung birgt eben auch Gefahren. Die Sicherheitsexperten müssen nun endlich ihr Kontrollnetz enger knüpfen. Und die Ermittlungsbehörden, das zuständige FBI? Es gab offensichtlich keinen konkreten Hinweis und auch keine Warnung, dass ein Anschlag dieser Größenordnung bevorstand. Von einem kompletten Versagen will der Terrorismusexperte dennoch nicht sprechen. Wir leben in einer offenen Gesellschaft, sagt er. Alles kann zu jeder Zeit passieren. Es gibt zahllose Möglichkeiten, Gewalt und Terror über dieses Land zu bringen. Das müssen wir kapieren und umsetzen. Und darauf warten die Amerikaner jetzt. Ihren Lebensstil, ihre Werte wollen und werden sie aber nur ungern ändern. Auf diesem riesigen Kontinent, umgeben von zwei Ozeanen, fühlten sich die Amerikaner als Bürger der Supermacht fast unverwundbar bis gestern Morgen. Jetzt muss Präsident Bush, und das ist längst überfällig, das FBI umstrukturieren, die Sicherheitsvorkehrungen an allen Landeszugängen verschärfen und, das ist viel schwieriger, seinen Bürgern das Vertrauen zurückgeben, dass sie hier in ihrem eigenen Land von nun an nicht in permanenter Angst leben müssen. In Berlin verdrängte das Entsetzen über die Terroranschläge heute den Parteienstreit. Bundeskanzler Schröder und die Spitzen der Bundestagsfraktionen sicherten den USA die Solidarität und Unterstützung Deutschlands zu. Kanzleramtsminister Steinmeier sprach vor Journalisten von Hinweisen auf die Urheber der Anschläge. Am Abend, kurz vor seiner Erklärung, empfängt der Kanzler noch einmal die Partei- und Fraktionschefs. In Berlin herrscht immer noch Sicherheitsstufe 1. Es war ein Tag voller Trauer. Mit einer Schweigeminute hatte der Bundestag am Morgen der Opfer gedacht. Noch einmal bezeichnete der Kanzler die Anschläge als Kriegserklärung an die zivilisierte Welt. Und der Fraktionschef der Union forderte zur Solidarität auf. Diese Art von terroristischer Gewalt, das wahllose Auslöschen unschuldiger Menschenleben, dies stellt die Grundregeln unserer Zivilisation in Frage. Wir beten für die Opfer, für ihre Angehörigen und für das ganze amerikanische Volk. Jeder parteipolitische Streit hat in unserem Land jetzt zurückzustehen. Einmütig legten die Fraktionen fest, erst in der übernächsten Woche soll die Haushaltsdebatte verkürzt fortgesetzt werden. Alle Fraktionsvorsitzenden waren sich einig, es gelte, sich gegen solchen Terrorismus zu wehren und Solidarität zu üben. Wir alle müssen wissen, dass die Angriffe nicht nur Tausende von Amerikanern getötet haben, sondern dass sie die gesamte Welt getroffen haben. Heute sind wir alle Amerikaner. Nach einem weiteren Treffen des Sicherheitsrats äußerten sich drei Minister und der Kanzleramtschef zur Lage der Nation. Die Bereitschaft der Bundeswehrdivisionen sei hochgefahren, erhöhte Luftraumsicherung angeordnet, so der Verteidigungsminister. Eine unmittelbare Gefährdung bestehe aber nicht. Der Kanzleramtschef nennt erstmals einen möglichen Verdächtigen. Nach nachrichtendienstlichen Erkenntnissen spricht er in der Tat in vielen Punkten dafür, dass die Täter aus dem Umkreis von Osama bin Laden zu suchen sind. Obwohl das politische Tagesgeschäft ruht, werden die Minister und die Abgeordneten wohl in Berlin bleiben. Am Freitagnachmittag um 17 Uhr soll hier am Brandenburger Tor eine große Solidaritätskundgebung stattfinden. Der Bundespräsident und der amerikanische Botschafter werden Reden halten. Nach den Anschlägen in den USA sehen viele Staaten und Hilfsorganisationen die Sicherheit von Ausländern in Afghanistan nicht mehr gewährleistet. Die Bundesregierung forderte die Deutschen auf, das Land zu verlassen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind 23 Bundesbürger betroffen. Nahezu einhellig haben sich die islamischen Staaten von den Terrorakten in den USA distanziert. Auch der Sudan, Libyen und Syrien, die im Verdacht stehen, Terrorgruppen zu unterstützen, verurteilten die Anschläge. Ähnliche Erklärungen gaben auch die meisten Palästinenserführer ab. Freudenkundgebungen von Arabern in Ost-Jerusalem hatten gestern noch weltweit für Empörung gesorgt. Ein Tag der nationalen Trauer in Israel. Aus Solidarität legten viele Blumen in der Nähe der amerikanischen Botschaft in Tel Aviv nieder. Jetzt sieht man sich in einer Schicksalsgemeinschaft mit den Vereinigten Staaten und im Schulterschluss fordern einige,
dass Amerika handeln solle nach israelischem Muster. Wir kennen die Terroristen und wir hoffen, dass auch Amerika die richtige Antwort kennt und handelt. Trotz Trauer, das Leben muss weitergehen. Fast demonstrativ deshalb in Jerusalem die Wiedereröffnung der Pizzeria, in der sich am 9. August ein Selbstmordattentäter von Hamas in die Luft gesprengt hatte und 14 Israelis mit in den Tod riss. Bei der Eröffnung mit dabei Israels Staatspräsident, der Oberrabbiner und der amerikanische Botschafter. Gestern noch waren in Ost-Jerusalem einige Extremisten jubelnd durch die Straßen gezogen. Heute zeigten sich die meisten Palästinenser nachdenklicher. Ein schwarzer Tag für Amerika, titelt die meistgelesene Tageszeitung Al-Quds. Gestern hatte Arafat sichtlich erschüttert den Terror verurteilt. Vielleicht ein Wendepunkt hofften zumindest die Israelis. Doch kein Wort, ob er aus der Welt des Terrorismus aussteigen wolle. Die Blutspende ist meine bescheidene Hilfe an Präsident Bush und an das amerikanische Volk. Und draußen jubeln dann seine Anhänger. Unser Blut, unser Leben werden wir für dich opfern, Abu Ammar. Um international den Kampf gegen den Terrorismus besser abzustimmen, hat Russlands Präsident Putin heute einen Sondergipfel der G8-Staaten gefordert. In einem Telefongespräch vereinbarte er mit US-Präsident Bush zudem eine intensivere Zusammenarbeit beider Länder. In einer Dringlichkeitssitzung beriet der NATO-Rat in Brüssel erneut über Hilfe für die USA. Grundlage war der Vorschlag von Generalsekretär Robertson, erstmals in der Geschichte der Allianz den Verteidigungsfall auszulösen. Gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrages würden die Anschläge in den USA danach als Angriff auf alle Mitgliedstaaten gewertet. Der Schock war noch zu frisch, das Wissen noch zu gering. Zu mehr als zu symbolischen Akten waren die Bündnisse in Brüssel heute noch nicht fähig. Die Flaggen hier bei der NATO wie überall auf Halbmast, Schweigeminuten unter anderem im Europäischen Parlament, Bekenntnisse zur transatlantischen Solidarität im Ministerrat der EU. Das alles heißt, Europa und die USA stehen zusammen, sie rücken einander noch näher. In ihrer Sondersitzung riefen die Außenminister Europas Bürger auf, sich am Freitagmittag an einer Schweigeminute zu beteiligen. Und bei der NATO trugen sich Generalsekretär Robertson und andere in Kondolenzlisten ein. Ansonsten hat das Denken gerade erst begonnen. Die NATO will erstmals in ihrer Geschichte den Bündnisfall auslösen und somit die Anschläge in den USA als Angriff auf alle NATO-Mitglieder ansehen. Und die EU sagt den USA jede Hilfe zu und kündigt die Überprüfung ihrer eigenen Sicherheitsmaßnahmen an, ohne schon sagen zu können, wie sich die sicherheitspolitische Diskussion verändern wird. Es ist zu früh gegenwärtig, um zu Konklusionen, zu Schlussfolgerungen zu kommen, die durchaus sehr ernster Natur dann sind. Wie ernst es wird, vorerst nur an den Fragen deutlich, die hier gestellt werden. Reichen die Kontrollen an den Flughäfen aus? Wie kann verhindert werden, dass Staaten dem Terror weiterhin eine sichere Basis bieten? Die drastisch gesunkenen Aufwendungen für den Zivilschutz, müssen sie wieder erhöht werden? Welche Einschränkungen von Freiheit und Privatsphäre müssen für mehr Sicherheit in Kauf genommen werden? Auch die Europäer müssen ihre Position neu bestimmen. An den europäischen Börsen ging es einen Tag nach den Anschlägen in den USA nicht mehr ganz so turbulent zu. Allerdings blieben die Kurse nach wie vor schwankungsanfällig. Händler sagten für die Wiedereröffnung des New Yorker Aktienhandels neue Wertverluste voraus. Auch der Sport reagierte jetzt auf die Anschläge. Die europäischen Fußballpokalbegegnungen, die heute und morgen stattfinden sollten, werden aus Respekt vor den Terroropfern nun später ausgetragen. Die Bundesliga will am Wochenende in den Stadien mit einer Schweigeminute der Opfer gedenken. Die Bundesregierung schließt eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen in Deutschland derzeit aus. Dennoch wurden die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen und Grenzen verstärkt. Stützpunkte der US-Streitkräfte wurden wie im Kriegsfall gesichert. Das Auswärtige Amt in Berlin musste am Nachmittag wegen einer Bombendrohung kurzzeitig geräumt werden. Am Morgen gab es eine Drohung gegen den Messeturm in Frankfurt. Alarm im Frankfurter Messeturm. Heute Morgen kündigte ein Anrufer eine Bombenexplosion an. Das zweithöchste Gebäude Europas musste binnen Minuten komplett geräumt werden. Nach 2 Stunden dann Entwarnung, keine Gefahr. Wenige Stunden später das gleiche Bild am Frankfurter Flughafen. Wieder gab es einen Anruf, wieder musste geräumt werden, wieder zum Glück nur Fehlalarm. Gerade die deutschen Flughäfen werden seit gestern aus Angst vor Anschlägen verstärkt überwacht. Es beinhaltet
eine ganze Menge. Eins davon ist einfach auch optisch in Erscheinung zu treten, um eben auch potenzielle Angreifer abzuschrecken, einfach auch zu dokumentieren. Es gibt keine Chance, hier auf diesem Flughafen aktiv zu werden. Die Passagiere nehmen die strengeren Kontrollen gelassen hin. Mehr Sicherheit ist in diesen Tagen allemal wichtiger als Pünktlichkeit. Der Militärteil des Flughafens wurde für Zivilpersonen hermetisch abgeriegelt. Und auch die Luftraumüberwachung ist zunehmend sensibilisiert. Die Fluglotsen werden natürlich den Luftraum jetzt noch sorgfältiger, als sie es ohnehin tun, beobachten und jede mögliche Abweichung oder jede ungewöhnliche Situation sofort melden an die entsprechenden Sicherheitsstellen. Amerikanische Einrichtungen in Deutschland gleichen zurzeit Hochsicherheitstrakten, sowie die Zufahrt zu diesem Wohngebiet von US-Soldaten in Wiesbaden. Auch die amerikanische Botschaft in Berlin weiträumig abgesperrt. Und alle hoffen, dass Deutschland vom Terror verschont bleiben möge. Überall in Deutschland versuchen die Menschen, ihre Trauer und ihr Mitgefühl auszudrücken. Gewerkschaften und Arbeitgeber riefen für morgen Vormittag um 10 Uhr zu 5 Gedenkminuten für die Opfer der Terroranschläge auf. An der US-Botschaft in Berlin und den Konsulaten im ganzen Land legten Menschen Blumen nieder und stellten Kerzen auf. In Berlin fand am Vormittag ein ökumenischer Gottesdienst statt. Schon seit dem Morgen versammelten sich gut 2000 Menschen vor der St. Hedwigskathedrale in Berlins Mitte, um Anteil zu nehmen. Aber nur die ganz Frühen erhielten Einlass, denn die komplette politische Spitze hatte sich aufgemacht, vom Reichstag in die Kirche, um Trauer und Schmerz des amerikanischen Volkes zu teilen. Eine Trauer, wie wir sie kaum einmal erleben. Sie führt uns zusammen und es ist für uns ein Trost zu wissen, dass wir jetzt zusammenstehen, Christen und Nichtchristen. Vor der weiträumig abgesperrten amerikanischen Botschaft übergaben trauernde Menschen den Polizisten Blumen, um sie dort niederlegen zu lassen. Auch der Bundeskanzler und seine Frau trugen sich in das dort ausgelegte Kondolenzbuch ein. Am Nachmittag empfing der Bundespräsident den neuen amerikanischen Botschafter zum Antrittsbesuch. Wir möchten, dass das amerikanische Volk weiß, die Deutschen stehen an der Seite der amerikanischen Freunde, denen sie so viel zu verdanken haben. Wir müssen miteinander helfen, dass der Hass nicht gewinnt in der Welt. Auf dem Boulevard unter den Linden brennen hunderte Kerzen. Berlin erstarrt in Trauer. Wir schalten nun noch einmal live nach Berlin zu Werner Sonne. Und immer noch warten wir hier im Bundeskanzleramt auf die Erklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder zu einem brisanten Thema. Noch ist er nicht hier. Seit anderthalb Stunden sitzt er hier im Kanzleramt mit den Spitzen der Parteien und mit Bundesaußenminister Fischer zusammen, der direkt aus Brüssel hierher gekommen ist, wo es heute um die Bündnisfrage ging, um die entscheidende Frage, ob Deutschland im Rahmen seiner NATO-Bündnisverpflichtungen sich möglicherweise auch mit militärischen Mitteln an einem Vergeltungsschlag der Vereinigten Staaten beteiligt oder nicht. Darum wird mit Sicherheit im Augenblick gerungen, denn er braucht dazu und möchte dazu auch haben die politische Unterstützung der übrigen Parteien im Deutschen Bundestag. Man geht hier im Kanzleramt davon aus, dass der Bundeskanzler auch auf eine Erklärung des NATO-Generalsekretärs in Brüssel wartet, die ebenfalls für 8 Uhr angekündigt worden war, aber immer noch nicht stattgefunden hat. Deshalb müssen wir uns hier weiter in Geduld fassen und werden in den nächsten aktuellen Sendungen, vor allem im Brennpunkt nach der Tagesschau, uns dann wieder aus dem Bundeskanzleramt melden und zurück nach Hamburg. Die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 13. September. Ein Atlantiktief folgt auf das nächste. Alle bringen uns dunkle Wolkenpakete. Dabei gibt es nicht nur viel Regen, sondern auch der Wind legt deutlich zu. Völlig unberührt von diesem ungemütlichen Herbsttreiben liegt der Süden Europas im Sonnenschein. Von Westen ziehen wieder dunkle Wolken heran, die etwa ab Mitternacht kräftigen Regen bringen. Der breitet sich morgen Vormittag bis zum Main aus. Am Nachmittag beginnt es im Nordwesten wieder aufzuklaren. In der Mitte regnet es kräftig weiter. Trocken bleibt es wahrscheinlich nur südlich der Donau. Es bläst ein kräftiger Südwestwind in freien Lagen mit Sturmböen. In der Nacht 7 bis 11, im Nordwesten bis 12 und am Rhein bis 13 Grad. Am Bodensee morgen bis 20, sonst Werte zwischen 14 und 19 Grad. Bis Sonntag bleibt es windig, kühl und regnerisch. Hier und da kann es auch mal gewittern.
Die Sonne hat nur kurze Auftritte.